Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Videotutorial zur Version 15.1 und hier geht es in diesem Video um die Kühllast. Ja, in dem Bereich der Kühllast haben wir zwei, drei Sachen eingebaut. Das eine ist, dass wir eine Korrektur vorgenommen haben, dass wenn Fensterflächen zu groß sind, die Wandfläche nicht mehr in den negativen Bereich rutscht und dadurch dann Fehlberechnungen erfolgen. Das ist eine Korrektur, die wir vorgenommen haben. Dann geben wir beim Import der Gebäudedaten eine Meldung heraus, und zwar, wenn gar keine Beschattungsberechnung stattgefunden hat, warnen wir davor. Das ist also nur ein Hinweis, dass eben in der CAD keine Beschattung gerechnet wurde. Die sollte man eigentlich machen, damit vor allen Dingen auch die Eigenverschattung der Fenster über die Laibung berücksichtigt wird. Ja, und dann gibt es in der Nova eine Besonderheit, die zeige ich Ihnen mal kurz. Und zwar haben wir auf der Raumebene die Möglichkeit, den Berechnungszeitpunkt zu bestimmen, der uns interessiert, und also im Grunde das Maximum hier anzeigen zu lassen. Dafür gehe ich mal hier in einen Beispielraum. Das ist hier mein Büro. Und dieses Büro ist nicht gekühlt. Wenn ich jetzt hier auf den Tagesgang schaue, dann sehe ich normalerweise die höchste Anlagenkühllast. Und das, wenn er nicht gekühlt ist, gibt es keine Anlagenkühllast. Das heißt, er würde mir immer den 1. Januar anzeigen lassen. Das interessiert mich aber nicht. Mich interessiert ja eigentlich, welche Temperatur wird denn dann ohne Klimatisierung erreicht. Und das wird auch in der Nova gerechnet, aber ich hatte bisher keine Möglichkeit, mir das anzeigen zu lassen. Jetzt kann ich hier die höchste Temperatur auswählen und dann springt Nova an den Tag, wo in diesem Raum die höchste Temperatur erfolgt. Ist jetzt hier nicht besonders spannend, weil keine inneren Lasten gesetzt sind. Ist also hier am 27. Juli 24,8 Grad. Das ist also die Information höchste Temperatur. Ich kann mal noch eine zweite Situation zeigen, die häufiger auftritt. Ich habe hier bei der Anlagenlast eine Begrenzung hineingenommen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die höchste Anlagenlast zeigen lasse, dann würde jetzt zum Beispiel der 16. März hier ausgeworfen. Das ist da, wo die Nova das erste Mal auf diese von mir maximal festgesetzten 200 Watt als Kühllast überschreitet. Und dann wird mir das als Maximum angegeben. Trotzdem könnte mich eben hier auch interessieren, wo ist die höchste Temperatur? Und da gibt er mir dann den 22. August raus, wo er eben hier die 24 Grad hat. Ja. Zusätzlich zu der höchsten Temperatur kann man in Sonderfällen sich noch die höchste Temperatur mit Kühlung anzeigen lassen. In vielen, vielen Fällen wird das der gleiche Zeitpunkt sein, aber wenn man eine sehr spezielle Situation mit der Anlagen, mit den Anlagenzeiten hat, dann könnte das noch interessant sein. Ja, das zur Kühllastberechnung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.